Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich bin Meng Yu. In der Vergangenheit bedeuteten die Tage vor dem Frühlingsfest eine sehr beschäftigte Zeit für die Chinesen. Tofu müsste hergestellt werden, Schweine müssten getötet werden, um Schweinfleisch zu bekommen, und das Haus müsste dekoriert und sauber machen. Das ist alles die Vorbereitung für das Frühlingsfest. Und es ist auch ein wichtiger Teil des Frühlingsfests und der festlichen Stimmung und auch eine wichtige Kindheitserinnerung vieler Chinesen. Mit der schnellen Entwicklung der Wirtschaft und der Großstädten kann man während des Frühlingsfests fast alles im Supermarkt kaufen. Deswegen kennen einige Kinder gar nichts über die alten Gebräuche während des Frühlingsfests. Heute in der Provinz Hebei wurde eine besondere Veranstaltung für die Kinder in diesem uralten, schönen Dorf geplant, um ihnen die alten Gebräuche während des Frühlingsfests vorzustellen. Schauen Sie mal heute, was den Kindern heute geboten wird. Zum Frühlingsfest wird in jeder Familie viel gekocht. Mehlspeisen sind traditionell von großer Bedeutung, da es in der Vergangenheit schwierig war, sich genügend Fleisch und Gemüse zu leisten. Mehl hingegen war für jede Familie erschwinglich. Heute jedoch beherrschen nur noch wenige Senioren die alten Rezepte. Darum lernte heute hier die junge Generation so zu backen wie die Alten.你觉得今天好玩不好玩？好玩。好玩，为什么好玩啊？意思共享。因为我可以做到很多的东西。Es wird aber nicht nur gekocht. Die Kinder werden heute auch das Haus einer armen Familie im Dorf putzen und für das Frühlingsfest dekorieren.主要是孩子放假了，然后在家里边，也就是除了写作业，就是玩平板、看电视啊，没有什么实际意义。出来参加这个社会的生活吧，体验体验农村生活，我觉得挺好的。Die Zeit vergeht, aber die Traditionen bleiben. Sehr schön, oder? Ich habe heute auch sehr viel gelernt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.